Willkommen zum Lightning Talk. Hier zeigen wir Ihnen heute, wie man mit Hilfe des GeoStyler Command Line Interfaces große Mengen an kartografischen Stildokumenten konvertieren kann. Der GeoStyler selbst ist eine gebrauchsfertige JavaScript-Bibliothek zum Styling für Geodaten und unterstützt unterschiedlichste Formate, von SLD über Mapbox zu OpenLayers und weitere. Viele Infos dazu gibt es auf geostyler.org. Dort gibt es auch einige Demo-Anwendungen und die ganze Dokumentation. Das GeoStyler Command Line Interface speziell ist ein Tool, das rein zum Konvertieren von Daten entwickelt wurde. Hier können Input-Daten, beispielsweise SLD-Dateien oder QML-Dateien, eingegeben werden und die werden dann in ein anderes Format konvertiert. Das Ganze sieht dann beispielsweise so aus: man nimmt den Kommandozeilenbefehl GeoStyler CLI, gibt den Input, das Input-Format und das Output-Format an, sowie die Input-Pfade und Output-Pfade der jeweiligen Dateien. Wir zeigen das jetzt exemplarisch an einem Beispiel hier. Auf der linken Seite haben wir eine Menge an ungestielten Rohdaten und auf der rechten Seite ein WMS, der von einem Map-Server bereitgestellt wird. Und wir haben jetzt das Ziel, die Map-Files in SLD zu konvertieren, sodass wir diese in QGIS einladen können, um unseren lokalen Datensatz zu stylen. Das Ziel dabei ist es, dass die linke Seite der rechten oder die linke Karte der rechten Karte möglichst entspricht. Dazu gehen wir ins Terminal. Hier haben wir bereits unseren Input-Ordner vorbereitet, in dem die Map-Files liegen, die wir konvertieren möchten. In diesem Fall sind das knapp 50 Map-Files und einen Output-Ordner, der jetzt gerade logischerweise noch leer ist. Und wir gehen davon aus, dass zu diesem Zeitpunkt das GeoStyler Command Line Interface bereits über den Node Package Manager installiert wurde und ausführbar im Terminal ist. Das machen wir jetzt auch, indem wir geostyler-cli eingeben und dann die ganzen Argumente mitliefern. In dem Fall sind das unser Input-Format Map-File, das Output-Format SLD, der Output-Ordner, in unserem Fall heißt er einfach Output, und der Pfad zu unseren Input-Dateien. Das Ganze können wir dann ausführen und dann können wir sehen, dass eine ganze Menge an Output erzeugt wurde und jetzt schon unsere SLDs alle auf einmal generiert wurden. Wir können uns jetzt den Output-Ordner mal anschauen und sehen, dass dort die knapp 50 SLDs auch liegen. Beispielsweise oder beispielhaft können wir auch die Inputs vergleichen. Dazu nehmen wir einmal die Buildings-Map-File und schauen uns diese an und können sehen, dass dort verschiedene Klassen definiert wurden, die unter anderem Scale-Denominator haben und auch Filter-Expressions und die klassischen Style-Vorgaben wie Linienbreite, Linienfarbe, Randfarben und so weiter. Das entsprechende SLD sieht folgendermaßen aus. Und hier können wir sehen, dass tatsächlich ein SLD erzeugt wurde und die Eigenschaften quasi identisch sind. Das heißt, auch hier haben wir Filter Expressions angegeben mit den gleichen Argumenten. Der Scale Denominator wurde angegeben und die anderen Stilvorschriften ebenfalls. Nachdem wir die ganzen Daten jetzt konvertiert haben, wollen wir uns natürlich auch die Ergebnisse mal anschauen. Dazu gehen wir zurück in unser Projekt und dort haben wir den Layer mit den ungestylten Rohdaten, die wir jetzt entsprechend des WMS angleichen wollen. Dazu haben wir den Layer mit den Rohdaten kopiert und bereits die Stile angewendet, damit wir uns hier ein bisschen Klickarbeit sparen. Dort sind jetzt schon die SLDs hinzugefügt worden. Und jetzt können wir uns das Ergebnis mal anschauen. Was man jetzt sehen kann, ist für den Ausschnitt der Rohdaten, den wir haben, dass die Stile tatsächlich angewandt wurden. Auf den ersten Blick sieht es auch sehr ähnlich aus. Wenn man ein bisschen weiter reinzoomt, wird man auf jeden Fall noch gewisse Differenzen sehen können, beispielsweise bei den Beschriftungen. Aber im Großen und Ganzen, vor allen Dingen, wenn man noch weiter reinzoomt, sieht man, dass viele Details und Stilvorschriften einfach übernommen wurden. Was man jetzt hier sehen konnte, war, dass wir auf sehr einfache Art und Weise eine große Menge an Stildaten, in diesem Fall knapp 50 Map-File-Dateien, in SLD konvertieren konnten. Der tatsächliche Aufwand des Konvertierens waren wenige Sekunden und haben dann die Möglichkeit, einfach mit den konvertierten Styles weiterzuarbeiten, in welcher Form auch immer. Das Ganze kann jetzt natürlich auch auf dem Server passieren, im Backend vollkommen automatisiert. Man kann das Ganze jetzt wie hier einfach mal manuell anstoßen, wenn man das beispielsweise nur einmalig machen möchte. Oder
auch einfach in seine eigenen Prozesse integrieren kann. Hier gibt es noch eine kleine Übersicht zu den Autoren und bei Fragen können Sie uns gerne kontaktieren. Die Folien werden auch online gestellt, sodass auch die Kommandozeilen, Befehle und Parameter entsprechend noch nachgeschaut werden können.